Nachdem heuer alle Präsenzveranstaltungen ausgefallen sind, freue ich mich, an dieser Online-Veranstaltung teilnehmen zu können und begrüße alle Teilnehmer ganz herzlich. Ist schon angekündigt worden, ich bin Mitarbeiter der Sigmund-Freud-Universität und Gesundheit Österreich, aber ich vertrete hier keine Organisation, sondern meine eigene Haltung einerseits und meine Expertise als empirischer Forscher. Ganz wesentlich ist, wenn es um Konflikt of Interest geht, natürlich die persönliche Einstellung. Ich habe nie irgendetwas mit Tabakindustrie Finanzierung zu tun gehabt. Also das ist relativ einfach, aber die persönliche Einstellung ist natürlich ganz wichtig. Und dazu möchte ich vorausschickend sagen, populistisches Polarisieren, wie es dem Zeitgeist entspricht, und autoritäre Strömungen sind etwas, was ich als eher unerfreulich erlebe, und sachlicher Diskurs, Kompromisse und Toleranz ist eine wesentliche Grundhaltung. In der Wissenschaft wird oft überzogen und wissenschaftslogisch unhaltbar Wissen vorgetäuscht. Wünschenswert wäre meiner Meinung nach, größere Unsicherheit bei diesen Dingen zuzugeben. Zur Tabakindustrie. Die Aussage von Vertretern der Tabakindustrie, dass Zigarettenkonsum eine enorme gesundheitliche Belastung darstellt oder die größte vermeidbare Gesundheitsbedrohung, kann ich voll unterstützen. Allerdings, wenn die Industrie Produkte anbietet, die weniger gefährlich sind, ist das durchaus auch zu begrüßen. Ich möchte es vergleichen mit der Brauereiindustrie, die auch alkoholfreies Bier und Mineralwasser anbietet. Und nur weil das die Industrie macht, spricht nicht gegen Bier und Mineralwasser, auch wenn es immer wieder Initiativen, Werbung, Stellungnahmen gibt, die natürlich aus einer gesundheitsfördernden Wirkung unerwünscht sind. Wenn man jetzt an die Entwicklung schaut, vor 40 Jahren als Student war es selbstverständlich, einen Aschenbecher hinzustellen. Das ist gar nicht anders gegangen. Das war Unterlassung, das nicht zu machen. Hat auch damals wenig gestört. Inzwischen ist das mein Aschenbecher, den habe ich aus Mallorca mitgebracht. Wenn Leute bei mir auf Besuch sind, kriegen sie diesen Aschenbecher und zusätzlich dürfen sie am Balkon rauchen. Inzwischen fragen die Leute sogar, ob sie am Balkon rauchen dürfen. Und ich finde es ausgesprochen positiv. Ich bin nicht mehr bereit, mich Tabak auszusetzen oder aussetzen zu lassen. Es ist aber auch so, dass ich einen militanten Kreuzzug gegen Raucher auch nichts abgewinnen kann. Es gibt Leute, die rauchen, und ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen. Man kann sagen, ich hätte gern, wenn du das nicht tust. Ich habe 3 Kinder, einer davon raucht. Ich wäre sehr froh, wenn er aufhören würde oder zumindest auf E-Zigaretten umsteigen würde. Aber grundsätzlich muss man zur Kenntnis nehmen, dass es keine Pflicht zur Gesundheit gibt, sondern man nur versuchen kann, möglichst viel in diese Richtung zu tun. Das Image der Tabakindustrie ist sehr schlecht, wir wissen das alle. Also dieses Hearing der CEOs, dass Nikotin nicht addictive ist, hat irgendwie zum Ende der Glaubwürdigkeit beigetragen. Das wird immer wieder auch gezeigt. Und alles, was mit der Tabakindustrie zu tun hat, ist deswegen schon eine kommt in eine problematische Richtung. Teilweise durchaus zu Recht. So, ich werde hier über 3 Aspekte reden. Das eine sind Maßnahmen, wann sind die vertretbar? Das hängt zusammen mit Menschenbild, Gesellschaftsbild, Verhältnismäßigkeit. Das zweite ein bisschen Schadensminimierung und dann mein eigentlicher Schwerpunkt sinnvoller Umgang mit Risiko, forschungslogische Grundlagen. Was kann man da sagen? Wie muss man mit Risiken umgehen? Wie ich im Genesungsheim Karlsburg vor mehr als 40 Jahren begonnen habe, hat es ungefähr so ausgeschaut bei einer Besprechung. Man hat die Kollegen nicht gesehen, man ist in dichten Rauchschwaden gesessen und es ist permanent geraucht worden. Wir haben auch sehr viele geraucht.
heute, wenn man das Gleiche anschaut, wird so ausschauen und das ist eine sehr positive Entwicklung. In Arbeitssituationen oder direkt beim Essen wird nicht mehr geraucht. Diese schwarzen Felder dienen dem Datenschutz. Ja, das war die grundsätzliche Situation. Des Rauchens hat sich verändert. Rauchen wird anders gesehen. Das Recht auf eine saubere Luft wird unterstrichen. Das heißt, es hat sich durchaus sehr viel verändert. Wenn es um die grundsätzlich darum geht, wie man mit unerwünschten Dingen oder gesundheitsgefährdenden Dingen umgeht, dann gibt es zwei Ansätze, die momentan eine große Rolle spielen. Das eine ist der Gesundheitsförderungsansatz der WHO 1986 im Sinne der Ottawa-Charta. Schlagworte sind Empowerment, Emanzipation, Partizipation, Antidiskriminierung, Inklusion. Und es gibt einen zweiten Ansatz, den sogenannten Public Health Ansatz, oder er wird oft so genannt, der stärker paternalistisch ist, von manchen als Nanny State bezeichnet wird, also Einschränkungen, Kontrollen, Sanktionen, allerdings für einen guten Zweck. Die Anhänger des Public Health Ansatzes bezeichnen inzwischen den Gesundheitsförderungszugang als neoliberalen Zugang, also das heißt, auch hier wird ein negativer Ausdruck verwendet. Sie sehen hier die Zitate WHO 1986 und Carlson, der diesen Austrag Public Health Ansatz vertritt, und am Ende der Präsentation finden Sie Literatur, die Hinweise hier stehen auf dieser Literaturliste. Also wenn Sie interessiert sind, können Sie die Originalliteratur dazu anschauen. Zentral an der Ottawa-Charta sind diese Sätze. Gesundheitsförderung ist ein Prozess, der Menschen dazu in die Lage versetzen soll, mehr Einfluss auf ihren Gesundheitszustand zu entwickeln und ihre Gesundheit aktiv zu verbessern. Also es geht um Empowerment. Ziel ist die Erreichung eines Zustands völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Das ist der WHO-Gesundheitsbegriff, der dadurch erreicht werden soll, dass Individuen und Gruppen unterstützt werden, eigene Wünsche wahrzunehmen und zu realisieren, Bedürfnisse zu befriedigen sowie die Umgebung zu verändern oder sich an diese anzupassen. Also es geht um Emanzipation. Gesundheit ist ein positives Konzept, das sowohl soziale und individuelle Ressourcen als auch körperliche Fähigkeiten betont, Ressourcenorientierung. Und im Zusatzdokument zur Ottawa-Charta hat die Ilona Kickbusch mit Mitarbeitern, die Mutter der Ottawa-Charta, auch eine Warnung ausgesprochen. Im Zusammenhang mit Gesundheitsförderung könnte passieren, dass die Gesundheit als ultimatives Lebensziel angesehen wird. Diese Ideologie wird manchmal als Gesundheitswahn, Healthism, bezeichnet. Das könnte dazu führen, dass andere den Menschen vorschreiben, was diese für sich selbst tun sollen und wie sie sich zu verhalten haben. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Gesundheitsförderung anstrebt. WHO 1986b, auch dieses Dokument gibt es, ist von der WHO vor kurzem neu veröffentlicht worden. Auf der anderen Seite der Public Health Ansatz, und da gibt es eben von Wiley und Mitarbeitern eine Publikation, wo steht, anstatt sprachlich die persönliche Verantwortung zu betonen, schlagen wir vor, die Sprache des demokratischen Prozesses zu gebrauchen. Sinngemäß, die Mehrheit dominiert über die Minderheit. Das heißt, wenn die Mehrheit findet, dass was nicht geht, dann kann sie es der Minderheit vorschreiben. Das passt mit meinem Verständnis von Demokratie und Menschenrechten nicht zusammen. Hier haben wir einige Zitate zur Verhältnismäßigkeit im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention. Einschränkung der Grundfreiheiten ist nur zulässig, wenn Folgendes gegeben ist: legitimer Zweck, also Verbesserung der Gesundheit, das ist das Ziel von allen
in diesem Zusammenhang? Geeignetheit, das heißt, sind bestimmte Maßnahmen, Verbote, Kontrollen, was auch immer, wirklich wirksam, um die Gesundheit zu verbessern? Ist es erforderlich, kein gelinderes Mittel? Und drittens, ist es verhältnismäßig im engeren Sinn? Also man muss die Vor- und die Nachteile von allen Maßnahmen abwägen. Die Quelle ist Frohwein, Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention und ihr dann Text zur Alkoholpolitik und Verhältnismäßigkeit geschrieben, der demnächst in der Zeitschrift Rausch erscheinen wird. Der ist auch in der Literatur angegeben. So, wenn man Schadensminderung anschaut, Krieg gegen die Drogen ist gescheitert, Schadensminimierung ist zumindest in der westlichen Welt State of the Art, Substitution, Spritzentausch, niedrigschwellige Drogenarbeit wird heute kaum mehr angezweifelt. Das ist besser für die Umgebung, für die Süchtigen. Das heißt, die Probleme sind ziemlich unbestritten. Das war aber nicht immer so. Ich kann mich noch erinnern, vor 40 Jahren haben Politiker bei parlamentarischen Veranstaltungen gesagt, einem Heroinsüchtigen Opiate oder Spritzen zu geben, ist wie einem Einbrecher Einbruchswerkzeuge zu geben. Das heißt, alles, was mit Harm Reduction zu tun gehabt hat, ist lange Zeit vehement angegriffen worden. Und für viele Leute ist es wahrscheinlich auch heute nicht einsichtig, dass die Situation verbessert wird, indem man Süchtigen Drogen zur Verfügung stellt. Wenn man jetzt auf die E-Zigaretten schaut, man findet jede Menge Informationen. E-Zigaretten sind 95% weniger schädlich als normale Zigaretten. Nicht risikofrei, aber erheblich weniger schädlich. Also Ute Mons zum Beispiel. Ich habe da jetzt beliebige Zitate genommen. Und da ich einen Sohn habe, der raucht, ist das für mich natürlich einmal zunächst sehr ansprechend. Wäre das eine Option? Inzwischen kenne ich viele Leute, die oder einige, ich sollte nicht übertreiben, die auf Dampfen umgestiegen sind oder auf Nikotinerhitzer und damit ausschließlich auskommen, also aus meiner Warte sehr positiv. Und dann ist plötzlich diese Information, grundsätzlich ist es natürlich wichtig, toxische Stoffe vermeiden, reduzieren, keine neuen Toxine hinzufügen. Das ist die Aufgabe des Ministeriums und Dr. Pitsch ist auch jemand, der darauf achtet, dass in diesem Sinn gehandelt wird. Notwendige Qualitätskontrollen sind aber schwer für kleine Produzenten, weil wenn man irgendwas in Liquids hineingibt, was toxisch ist oder Geräte, die toxisch sind, dann wäre das sicherlich nicht sinnvoll. Für die Tabakindustrie ist es leicht. Eine große Firma kann eher schauen, dass keine wirklich toxischen Produkte dazukommen und die Produkte daher deutlich weniger gefährlich sind als andere Produkte, also als traditionelles Zigarettenrauchen. Dann ist plötzlich diese Information gekommen mit dem Electronic Vaping Lung Injury, wo Personen in Amerika gestorben sind. Und heute noch vertritt die CDC, also Center for Disease Control in America, eine recht restriktive Einstellung. Klar ist inzwischen, dass Vitamin A Acetat als Zusatzstoff bei THC-haltigen E-Zigaretten oder Vaping-Produkten ein Problem war. Aber überall schwirrt die Information weiterhin herum, die das mit Tabakprodukten und nikotinhaltigen Vaping in Zusammenhang bringen. Interessanterweise ist es so, dass die FDA, also die Food and Drug Administration, inzwischen ICOS als deutlich weniger problematisch und weniger belastend bezeichnen und insofern dem CDC Statement eindeutig entgegentritt. Was passiert da? Warum ist es nicht möglich? Das hat ja vorher auch der Heino Stöber gesagt, dass alle möglichen unsinnigen oder widerlegten Informationen weiterhin herumgeistern und den Diskurs in eine bestimmte Richtung drängen. Ich meine, man findet auch noch solche Dinge, Explosionsgefahr bei E-Zigarette. Eine E-Zigarette ist explodiert. Also wenn man Ähnliches machen würde mit Kochen mit Öl,
wo sie jemand verbrennen könnte, oder am Gasherd, wo es Explosionen gibt, um die ganze Sache irgendwie in ein gefährliches Licht zu rücken, ist das unseriös. Gut, das war die Grundeinstellung. Und jetzt geht es darum, wie gehen wir mit Risiken in Situationen, wo es Unsicherheit gibt, am besten um. Da war ich in einer Arbeitsgruppe vor einem Jahr mit relativ namhaften anderen Autoren. Und einige Dinge aus diesen Überlegungen möchte ich teilen. Da geht es darum, wie kann man Risikokompetenz erwerben und wie muss man mit diesen Dingen umgehen. Und da gibt es immer ein paar Dinge, die mir besonders wichtig sind. Es ist unmöglich, ein Nullrisiko empirisch nachzuweisen. Also man kann zeigen, dass etwas sehr gefährlich ist, es geht sehr leicht, oder sehr gesund ist, es geht auch leicht, aber leichte Effekte sind nicht nachweisbar. Also zu fordern, dass zuerst was nachgewiesen werden muss mit dem Vorsichtsprinzip, drückt nicht eine Grundhaltung aus, sondern Unkenntnis über grundlegende Methodologie. Den Nachweis zu verlangen, dass überhaupt kein Risiko besteht, bevor man eine Tätigkeit zulässt, ist deswegen unverhältnismäßig und blockiert Innovationen. Es gibt einen wissenschaftlichen Artikel, den ich interessant finde, der kritisiert den Missbrauch des Verzichtsprinzips zur Rechtfertigung des australischen Verbots des Verkaufs von elektronischen Nikotinprodukten von Morphed. Auch das finden Sie in der Literatur. Etwas anderes, was auch ganz wichtig ist, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken versus Interessensabdeckung. Alle Aktivitäten sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Das bedeutet, dass öffentliche, politische und persönliche Entscheidungen zwangsläufig auf der Abwägung zwischen dem Risiko eines Schadens und dem Nutzen einer Tätigkeit basieren müssen. Dieses Abwägen findet oft nicht statt und menschliches Denken funktioniert im Schwarz-Weiß. Also kaum jemand würde protestieren, wenn er hört, Menschen dürfen tun, was sie wollen, solange sie niemand anderen schaden. Der Satz ist völlig unsinnig, weil mit fast allem, was wir tun, schaden wir jemanden, beziehungsweise stören oder benachteiligen jemanden. Es geht immer ums Abwiegen. Wie lang kann ich am Abend Gäste haben, wenn die Nachbarn den Lärm hören? Irgendwo ist hier ein Abwägen notwendig, aber man kann nicht sagen, immer wenn es wen stört, ist es verboten. Dann hätten wir Friedhofsruhe. Es geht immer um Abwägen und insofern ist das Argument, wenn etwas schädlich ist, dann kann man es nicht erlauben, nicht unzulässig. Ein weiteres Argument, es gibt noch keine Langzeitstudien. Sauber experimentelle Langzeitstudien sind in der Regel durchführbar. Also Sie können nicht Menschen 40 Jahre lang einen Liter Rotwein trinken lassen und eine andere Stichprobe zufällig ausgewählt nicht. Das Gleiche können Sie mit Zigaretten nicht machen, mit E-Zigaretten, weil Sie niemanden zwingen können, es zu tun. Und damit gibt es jede Menge unkontrollierte Einflüsse, die man mitkontrollieren, mitdiskutieren muss. Beobachtungsstudien sind grundsätzlich nur spekulativ interpretierbar. Das heißt, wir müssen Annahmen treffen und da gibt es sehr viele Zusammenhänge, über die man sehr geteilter Meinung sein kann. Die Erfahrung mit der unsinnigen Humoraltherapie, die eindeutig medizinisch widerlegt ist, die gibt es seit mehreren tausend Jahren. Also das heißt, die lange Erfahrung hat uns nicht gehindert daran, dass Leute durch Behandlungen eher dem Tod näher gebracht worden sind über die Jahrhunderte, als geheilt worden sind, also in völlig absurden Situationen, Aderlass und so weiter. Inzwischen gibt es eine Menge Literatur über Zusammenhänge, teilweise vielleicht sinnvoll, teilweise nicht, über postulierte Gesundheitsschädigung, zum Beispiel bei Fructose. Es gibt Hepatologen, die Fruchtzucker als gefährlicher erachten wie Alkohol. Es gibt über Karotten, über Hülsenfrüchte, Getreide, rotes Fleisch. Rotes Fleisch war gerade bei der WHO. Das heißt, wenn man alle diese Warnungen ernst nimmt, kann man zwar sicher nicht an Folgeerkrankungen sterben, aber man verhungert höchstwahrscheinlich innerhalb von relativ kurzer Zeit. Das heißt, wir müssen uns mit dem auseinandersetzen. Diese Zusammenhänge gibt es immer wieder, die werden behauptet. Ich habe jetzt gerade eine Bachelorarbeit angeschaut, wo eine Studentin eben viele dieser Dinge zitiert hat.
Es gibt auch keine Langzeitstudie über Äpfel. Also wenn man sagt, Äpfel sind verboten, bis wir endlich wissen, ob es da irgendwelche schädlichen Inhaltsstoffe gibt. Da sind wir einfach bei einem Punkt. Für die meisten Dinge gibt es nicht. Wir wissen eine Menge über viele Dinge. Alles gehört kritisch hinterfragt. Vieles ist schwierig. Aber einfach zu sagen, es gibt keine Langzeitstudien, deswegen können wir dazu nichts sagen, ist nicht wirklich ein sinnvoller Zugang. Argumente über empirische Studien. Wissenschaftliche Beobachtungen über Zusammenhänge bei E-Zigaretten, Tabakverdampfern, Umstieg, Einstieg und so weiter erlauben keine seriösen Prognosen. Das trifft sowohl die Befürworter als auch die Gegner von E-Zigaretten. Kein Mensch kann vorhersagen, ob Dampfen je ein neuer Hype wird oder primär von Ex-Rauchern zum Aussteigen genutzt werden wird. Es kann auch niemand begründen, warum die Kinder irgendwann die Schuhbänder offen lassen haben oder warum plötzlich Skateboarder die Hose so tief tragen haben, dass man kaum gehen kann. Solche Dinge entstehen und wenn es in einem Land entsteht, muss es nicht in einem anderen passieren. Also wir können zwar über diese Dinge argumentieren, wir können verschiedene Plausibilitäten beurteilen. Also bei Substitution ist es nicht so, dass jetzt die Drogenbehandlungseinrichtungen ihm zugesperrt haben, dass plötzlich zu einem Boom bei Opiaten gekommen wäre. Nachträglich kann man das sagen, aber ob das auch passieren hätte können, kann man von vornherein schwer beurteilen. Wissenschaftliche Schlussfolgerungen sowohl von Befürwortern als auch von Gegnern sind in gewissem Sinn immer wilde Spekulationen. Das muss uns klar sein. Wir können darüber nur diskutieren, argumentieren, möglichst viele Argumente in jede Richtung anschauen. Aber was in 20 Jahren sein wird, anhand von irgendwelchen Übergangswahrscheinlichkeiten zu beurteilen, ist aus meiner Sicht extremst fragwürdig. Also muss man einfach offen sagen, wir können das nicht vorhersagen. Es ist wie das Wetter in einem Jahr, das können wir auch nicht wirklich wissen. Gut, das ist jetzt meine letzte Folie. Es geht immer ums Menschenbild, Gesellschaftsbild, Weltbild, Engagement für Gesundheit und Unterstützung auf der einen Seite von Leuten, die Probleme haben und Toleranz. Das heißt, wie wir uns zu diesen Fragen stellen, determiniert auch, wie wir Daten interpretieren, argumentieren und so weiter. Es ist keine rein wissenschaftliche Frage, sondern hängt durchaus in hohem Grad mit unseren Grundhaltungen zusammen. Ich habe meine einleitend dazu versucht zu präzisieren. Auf eine tabakfreie oder nikotinfreie Welt zu hoffen, ist unsinnig. Wer auf sowas hofft und deswegen Tabak und Nikotin konsequent bekämpft, ist ähnlich unrealistisch wie jemand, der auf eine drogenfreie Welt hofft. Das war lange die Maxime im Bereich der illegalisierten Drogen. Inzwischen gilt das weitgehend als gescheitert. Ein Produkt mit vielen nachgewiesenen Schadstoffen, also Zigaretten, die geraucht werden, dass das deutlich weniger schädlich ist, wenn man Schadstoffe entfernt bzw. deutlich reduziert, bei Tabakerhitzern ist banal. Da braucht man sehr gute Argumente, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Und diese sehr guten Argumente gibt es noch nicht. Gut, das war das, was ich zu diesem Thema zu sagen hatte. Hier ist die Literatur, auf die ich mich bezogen habe und die ich auch empfehlen kann. Und ja, ich stehe jetzt für Diskussion bereit und möchte auch gleich sagen, dass ich nach der Diskussion zu einer anderen Sitzung muss später wieder zurückkommen, also gegen Ende wieder hier sein werde. Gut. Vielen Dank, Alfred, für diese schöne Einleitung mit vielen Anregungen da drin. Und du könntest jetzt deinen Bildschirm wieder ausschalten, oben diesen grünen Button wieder nutzen, stoppen sozusagen, oder unten bei dir, Bildschirm stoppen, dann sehen wir dich in etwas größer. Okay. Gut, und es gab ein paar Fragen zu deinem Vortrag im Chat. Zunächst erstmal, gibt es solide Belege für einen Einfluss der Tabakkontrollpolitik oder der Tabakkontrolle und der Prävalenz?
Es ist so, wir haben uns das vor einiger Zeit angeschaut, dass ungefähr 2/3 der Jugendlichen irgendwann mit dem Tabakkonsum begonnen haben, wobei es einen großen Sprung gegeben hat nach dem Zweiten Weltkrieg, haben eben Frauen begonnen und scheinbar ist dann die Zahl der Frauen immer gestiegen. In Wirklichkeit hat nur eine neue Generation begonnen, auf höherem Niveau zu rauchen, und wenn die Vorrauchgeneration wegstirbt, dann steigt der Durchschnitt an. Wenn man die Zahlen insgesamt anschaut, dann ist es so, dass es durchaus einen Rückgang gibt, aber der Rückgang ist nicht so stark, wie er sein könnte. Das Image des Rauchens hat sich aber verschlechtert, und insofern ist es sicherlich so, dass Rauchen immer schwieriger wird, und momentan schaut es auch von Untersuchungen bei Jugendlichen auch so aus, dass die Attraktivität des Rauchens deutlich abnimmt, also dass weniger junge Menschen rauchen. Es war immer so, dass sehr viele im Laufe ihres Lebens aufgehört haben zu rauchen, wenn sie Beschwerden haben, Kurzatmigkeit und so weiter. Und ja, das, was die Leute sich einmal über längere Zeit angewöhnt haben, das ist halt schwer abzugewöhnen, wie weit es jetzt als Sucht bezeichnet wird oder nicht. Und die Maßnahmen insgesamt haben sicher etwas gebracht, und würde durchaus finden, dass vieles okay ist. Man muss aber irgendwo die Grenze kennen. Also Leute im Gefängnis oder in der Psychiatrie überhaupt keine Möglichkeit mehr zu bieten, zu rauchen, finde ich einfach unmenschlich. Gut, das sind ja tatsächlich die Situationen, die wir in England haben und auch in einigen Teilen in Amerika, dass es ein absolutes Rauch- und auch Dampfverbot in Gefängnissen gibt, für Mitarbeiter sowohl als auch für Gefangene natürlich. Gut, also deine These ist, dass die Gesamtheit der Tabakkontrollmaßnahmen, wenn ich die richtig verstanden habe, zum Negativ-Image der Zigarette beigetragen haben und dies letztendlich dazu geführt hat, dass wir starke Rückgänge in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen zu verzeichnen haben. Das kann man so interpretieren, obwohl es natürlich klar ist, das ist kein Experiment. Also wo Trends entstehen und warum die entstehen, kann man immer nur spekulieren. Aber die Haltung ist durch diese Dinge, die da im Sinne von Tabakkontrollmaßnahmen passiert sind, in der Bevölkerung mit größter Wahrscheinlichkeit deutlich verändert worden. Und ich nehme an, dass die Raucherzahl auch in Zukunft noch weiter abnehmen wird. Ja, gut. Dann nochmal eine Frage zum Stand der Studie. Ich weiß nicht, ob das an dich geht oder ob ich das falsch verstanden habe, zu der vor ein paar Wochen Nichtraucherinnen gesucht wurden. War das deine Studie oder war das sozusagen ein chatinterne Kommunikation? Mit der Geschichte habe ich nichts zu tun. Okay, dann habe ich da die Antwort. Da sind mittlerweile 347 Nichtraucher, steht hier im Chat, eingeschlossen worden. Dann ist das sozusagen damit beantwortet. Und dann kam noch ein Hinweis, dass es sich bei den THC-Liquids um illegale Liquids handelt. Das war einem Chat-Teilnehmer sehr wichtig zu sagen. Und das ist ja auch das sozusagen die Krux, dass es hier um gepanschtes THC ging, was am Ende für diese Lungenschäden verantwortlich war. Reines THC, medizinisch kontrolliert, wie Cannabis als Medizin, würde das eben nicht ausmachen. Das ist durchaus auch ein Problem, das ja im Alkoholbereich auch gibt, dort, wo die wo Alkohol zu wenig oder zu verfügbar ist oder zu teuer und illegale Produkte den Markt dominieren, gibt es dann halt immer wieder großartige Vergiftungen bei Hochzeiten mit großen Anzahl von toten oder schwer geschädigten Personen. Das heißt, das ist ein generelles Problem. Wenn die Kontrolle zu weit fortschreitet, dann besteht eine Gefahr, dass wegen unkontrollierten Produkten größere Gesundheitsschäden entstehen als durch den Konsum insgesamt. Und das ist auch Aufgabe des Ministeriums, und aber nicht nur des Gesundheitsministeriums, sondern aller Ministerien, danach zu schauen, dass gesundheitsgefährdende Stoffe möglichst nicht vorkommen und von diesen gewarnt wird. Okay, noch eine weitere und letzte Frage. Welche Prädiktoren, fragt ein Teilnehmer, welche Prädiktoren tragen dazu bei, dass Rauchen bei den Jugendlichen inzwischen uninteressant ist? Gibt es dazu Befragungsergebnisse?
Also wahrscheinlich der Hintergrund, wenn wir weitere Tabakkontrollmaßnahmen einziehen, könnte man den Anteil der rauchenden Jugendlichen noch weiter reduzieren, als dass das jetzt der Fall ist. Also ich würde wieder an das anschließen, was ich gesagt habe. Wir können die Zukunft bei diesen Dingen nicht vorhersagen. Wenn es so ist, dass man mit irgendeiner Maßnahme Reaktanz, also Widerstand erzeugt und man eine große Gruppe hat, die gerade deswegen etwas tut, kann es sowas auch völliger Bumerang werden. Das heißt, es ist nicht wirklich vorhersehbar, ob Maßnahmen was Bestimmtes bewirken werden oder nicht. Wir können rückwirkend spekulieren, aber über die Zukunft ist es sehr schwer. Aber wenn man sachlichen Diskurs führt und nicht übertreibt, ist die Gefahr, dass Reaktanz zu einem Bumerang führt, geringer. Okay. Gut, sehr schön. Vielen Dank, Alfred. Dann wünsche ich dir eine erfolgreiche weiteres Meeting gleich und wir sehen dich nach einer Diskussionsrunde wieder. Okay. Also, vielen Dank.